ich bin Schauerland und ich heiße dich herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Outlast 2 und mal wieder in der Schule. Wir sind wieder hier und ich glaube, das wird jetzt immer öfter sein, weil wir, glaube ich, so wahnsinnig geworden sind mittlerweile schon, dass wir wahrscheinlich viel öfter in unsere Gedanken oder in unserer Vergangenheit hier in dieser Schule rumspuken werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Fußspuren. Naked. Ich höre Fußspuren. Da hinten können wir aber, glaube ich, auch lang. Ich will mal eben gucken, was da ist. Da ist gar nichts. Und ach, okay, wir folgen den Fußspuren. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee, Fußspuren zu folgen. War das schon wieder der Schatten? Wir müssen uns mal schnell bewegen, vielleicht sehen wir ihn dann eher. Ah! Fuck it! Oh Gott. Ich will eigentlich gar nicht mehr. Oh Gott, das haben sie so gut hingekriegt mit der Schule. Sind wir hier draußen nur? Okay, das Blut. Wir folgen einfach den Spuren. Können wir mal rein? Es wird so langsam kalt hier. Okay. Eine Tür? Ah, da geht's weiter. Okay. Hier wieder Fußspuren. Warum auf dem Dach? Warum schneit es? Ist echt verdammt cool gemacht mit dem Schnee. I need some batteries. Hätte man hier nicht mal ein paar Batteries verstecken können, bitteschön. Ja. Let's go. Inside. Wenigstens warm. Hat doch auch was. Oh yeah. Oh. Fuck, warum ist hier überall Blut? Warum ist hier überall fucking Blut? Was ist hier passiert? Das ist anscheinend der Ausgang, den wir immer gesehen haben, wo wir aber nicht hinkamen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Fuck. Oh. Wo kam der her? Der war überall. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Hi. Hi. Geh hoch. Ich sehe schon. Dann wieder runter. Uah, wahrscheinlich hier rein. Wieder draußen. Er möchte nicht, dass wir da drin sind. Verschlossen! Verarschen! Oh, das ist die Cafete, okay. Können wir da rein? Nein? Tatsächlich. Tim, nochmal gucken, was es sonst noch hier gibt, so. Kommen wir nicht rein? Kommen wir nicht rein? Ich schätze mal, wir kommen dann wieder zurück ins Real Life. Der kleine Trip vorbei, aber mir ist eh kalt. Hineinspaziert! Warum gibt's hier so ein... Was ist das für eine Schule? Was ist das für eine Schule? Okay, da geht's nicht weiter. Speichert.
Er ist überall. Komm schon. Ah, wir sind in der Cafeteria. Damit ich diesmal nichts wieder verpasse, lasse ich jetzt einfach immer meine... Oh, Verband. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Lasse ich jetzt einfach immer meine Kamera an. Warum kommen wir da nicht rein? Warum kommen wir nicht in die Küche? Aber das nervt auch ein bisschen. Okay, wir sind wieder hier. Er ist zu. Er ist zu. Warte mal, vielleicht hier Exit. Exit, Exit geht bestimmt. Nein! Warum geht das nicht? Oh, da liegt was. Don't let me go. Lass mich nicht gehen. Oh, fuck! Jessica! I'm here. Jess! Hey! Quick! The day is done. Oh God, the sun. Look down upon thy little one. O light of light. Jessica! Can you hear me? And shed round me. Presence bright. I need not fear if thou were near. Quick! Oh God, the sun. Look down. Wir müssen hören, in welche Richtung wir gehen. Nicht so lang. Haben Sie verloren? Thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Look down upon thy little one. Irgendwo hier. O light of light, keep me this night and shed round me thy presence bright. I need not fear if thou were near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. O God, the sun, look down upon thy little one. O light of light, this way, Blake. Den gleichen Jumpscare. Jess, are you there? Ich hasse die Entwickler. Was, Jesse? Wie sie erhangen war? Hallo? Ich bin in der fucking Höhle. Bin ich wieder... Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber ich bin, glaube ich, wieder in der richtigen Welt. Oh, ich hasse die Entwickler dafür. Ich hasse sie. Herz. Irgendwann. Krieg ich nochmal einen Klabauter. Okay. Jetzt habe ich eine ganze Batterie verbraten. A lake. Okay, get to the other side of the lake. Auf die andere Seite des Sees kommen. Okay, wir kommen quasi immer näher. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch hier irgendwo was finde. Ich will mal eben nachladen.
So, warte, wir können uns noch ein Video angucken. I can still find my way to the mine. Das war das letzte. Wieder nur Gelaber. Rückwärts Gelaber. Okay, gehen wir mal hier runter. Ungefähr. Nein, nicht hier runter. Doch. Doch. Okay. I'm not putting a fucking toe in that water. There's something wrong. That lake is wrong. Irgendwas stimmt in diesem See nicht. Okay, ich sehe es schon. Da ist gerade einer ins Wasser gegangen. Oh fuck. Aber es ist so schön. Der Mond sieht ja ein bisschen blutig aus, aber auch ein bisschen verpixelt. Aber hey, das verzeihen wir dem Mond mal, dass er heute nicht so ganz so schön aussieht. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Haben sie hier die Leute eingegraben und nur mit den Köpfen raus? Das ist echt gruselig gemacht. Erzähl mir was. The lake smelled like chemicals and dead things. Chemikalien und Tod. Okay, deswegen vielleicht die Bleivergiftung, die das Mädel Jane Doe in sich hatte. Hier ist ein Haus. Hier ist ein Dock. Ein Radio. Ein paar Fische. Hat jemand Lust auf Fische? Die sind auch quasi ganz frisch. Ganz frisch. Warum ist gerade einer ins Wasser gegangen? Fuck, keine Batteries beim Radio. Zurück zum Haus. Autsch. Da irgendwie reinkommen? Natürlich nicht. Just my luck. Da hinten ist, können wir vielleicht ein Fenster aufmachen. Wenn wir Glück haben. Nee, doch nicht. Okay, warum gibt es in diesem Haus nichts? Vielleicht von unten rein. Unter das Haus. Nachladen. Ich weiß, das ist jetzt wieder so der Moment, wo ich euch fragt. Was macht er da? Warum macht er das? Aber irgendwie hatte ich eine Idee. Aha! Aha! Und ich hatte recht. Warum hatte ich? Ich hatte recht. Es gibt einen Brief. Well, ergib dich. Lass dir von diesen Männern helfen und ich verspreche, dass du nicht mehr leiden wirst, als notwendig ist. Du musst wissen, dass du vom Feind versucht bist und dass du diesen Pfad jetzt und für immer bereuen wirst. Ich liebte dich und liebe dich noch und Gott liebt all seine Geschöpfe, selbst die Verlorenen. Komm mit uns, hilf uns, die Erlösung zu finden. Gott liebt dich, Papa vergibt dir. Nos. Okay, 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 okay. Oh, Hundi. Hat er anscheinend, immer wieder dieses vergib dir und bla 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 und der Feind, du bist der Feind. Ah, wir kommen jetzt da raus. Wenigstens etwas. Da hinten ist noch ein Haus. Hallo? Immer wenn ich hier was rascheln höre, da werde ich schon ganz kirre. Ist da vielleicht gerade einer abgehauen? Huh?
Und das Scheiß, die Scheißbatterie ist schon wieder leer. Mehr gab's ja auch nicht. Okay. Bin gerade etwas verwirrt. Was muss ich tun? Ich dachte, in den Häusern gibt's irgendwie was. Ich kann draußen nochmal gucken. In der Ecke. Oben ging es noch hoch. Naja, da geht's hoch. Da hinten kommt man ja auch noch hin, zu dem Dock hier. Aber ich weiß nicht, was da so ist. Das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an, vor allem, weil meine scheiß Batterien schon wieder leer sind. Was? Was ist da? Der Sturm? Ein Sturm? Oder ist hier irgendwas passiert? How am I gonna get across that lake? Tower. Ja, Gewitter. Radio tower or microwave relay. Civilization. Lichtfunkrelease. For a second I was dumb enough to think I might not die. Okay, vielleicht kommen wir hier doch wieder raus. Ich bin ja echt schon gespannt, wie es mal endet. Ich habe aber irgendwas gehört. Machen wir das Mikro kurz an. Ich glaube, das verbraucht auch alles Batterie. Speichert. Okay, ein Wald, ein Sumpf. Ich weiß es nicht. Klippen sind immer gut. Wir stürzen uns einfach von der Klippe und sind fertig mit der ganzen Sache. Hey, ein Dorf. Licht. Ein Haus. Und hier geht's auch wieder runter. Wir sollten aber etwas vorsichtig sein hier. Es ist alles ein bisschen zu ruhig, habe ich das Gefühl. Oh, kommen wir da hin? Wird wohl nur was mit Anlauf, so wie es aussieht. Oh Gott! Schatten! Ja, Schatten! Wir erschrecken uns einfach von unserem Schatten. Warum nicht? Musik! So, drunter oder drüber? Drüber nehmen wir. Drunter nehmen wir heute. Ah Gott. Okay, da steht einer. Yeah! Scheiße!
Okay, ich denke mal, das war nicht der Wind, den wir gerade gehört haben. Wir sind einfach mal vorsichtig und gehen in diese Richtung. Scheiße. Wenn wir über den See kommen wollen, brauchen wir irgendwie ein Boot, das nicht kaputt ist. Deswegen gucke ich hier immer so ein bisschen, aber... Hier ist scheinbar alles kaputt. Aber ein paar Fische können wir haben. Oder ein paar Gummistiefel. Warte mal, da leuchtet was. Floß. Sehr gut. Gucken mal, ob wir hier noch etwas finden. Ein Brief. Mark Aaron, wenn ihr dieses findet, kehrt sofort zurück zu Temple Gate und sagt Papa North, dass hier Schrecken und Qualen sind, die meinen Glauben an Gott prüft. Männer alleine können sich dem nicht stellen. Der Feind wartet dort in der Dunkelheit. Gott rette meine Seele und deine. I need some batteries, please. Need some batteries. No. No batteries for me today. Ich dachte erst, da steht einer. Noch nicht mal hier. Okay, wir müssen nachladen. Schätze, das war mal ein Hund. Der hat öfter länger nichts mehr zu fressen gekriegt, so wie es aussieht. Gucken, ob wir hier von hinten irgendwo was bewerkstelligen können. Ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir in den Wald gehen sollen. Oh, jetzt schläft einer gerne draußen. Das ist schön. Was? Verdorben, verrottet. Help. Help wasn't coming. Help wasn't coming? Wo steht Help? Ach da, Help. Help, große Buchstaben, Hilfe. Mal eben. Entschuldigung, nochmal eben hier durch den Wald rennen. Gucken, wo unsere Freundinnen sind. Oh. Oh fuck. Eine Höhle. Pastor North, ich werde für einige Wochen nicht von meinem Jagdausflug zurückkehren und hoffe, dass Paul dich mit diesem Brief schneller erreicht. Als ich nach den Fallen hinter dem Berg und 7 Kilometer jenseits der Minen sah, entdeckte ich metallerne Türme zwischen den höchsten Bäumen. Sie scheinen getarnt zu sein, wenn auch schlecht, mit verdächtig symmetrischen Blättern. Ich versuche mich den Türmen zu nähern, in der Hoffnung herauszufinden, was sie sind oder wer sie gebaut hat. Doch als ich mich in die Richtung bewegte, kamen Wachträume über mich von einer Macht, die ich sie nie gespürt habe. Ich sah Dinge, die ich nicht beschreiben kann. Da waren Flammen und Insekten. Und was wohl Münder waren und was Geschlechtsteile sein könnten.
Ich muss im Traum weit gewandert sein und ich konnte meinen Weg nicht zu den summenden Türen zurückfinden. Mein Körper wies auch eine andere, unbedingte Reaktion auf, die ich aus Scham hier nicht nennen will. Vielleicht kann ich von diesem unter vier Augen sprechen, wenn ich nach Templegate zurückkehre. John. Okay, das klingt doch mal nach Halluzinationen. Genau das, was wir haben. Vielleicht gibt es ja doch irgendwas im Wald. Irgendwas, was im Wald gebaut wurde. Was das alles ausrichtet. Was auch diese Lichter sind. Wir haben ja... Oh. Wir haben ja gerade auch wieder diese Lichter gesehen. Quasi sah aus wie Blitze. Okay. Wir sollten jetzt aber wirklich mal die Kamera sparen. Und wahrscheinlich ist es doch ein bisschen mehr. Vielleicht gibt es einen Grund, warum alle durchgedreht sind. So wie in der Nervenheilanstalt. Vielleicht, da ja immer noch... Das Gewehr ist hier, um das Floß zu steuern. Das ist ja quasi immer noch in der Welt von Outlast spielt. Gibt es vielleicht noch die Murkoff Corporation? Vielleicht hat sie irgendwas angestellt. Und ich frage mich jetzt gerade, was könnte auf diesem See nur passieren? So, ich muss links drücken. Da wegzukommen. Komme ich jetzt weg? Ich habe das Gefühl, ich bewege mich nicht. Jetzt bewege ich mich, glaube ich. Es ist schwierig, dieses Floß zu lenken. Okay, wir kommen in den Nebel. Ich hasse es jetzt schon. Okay. Der Nebel ist gruselig. Hallo? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das Floß richtig steuere. Das Licht. What the fuck? What the fuck? These are signs of the apocalypse. Zeichen der Apokalypse. Oh, the god, I'm just losing my shit. Whoa! Fuck, ich muss hoch. Ich muss hochschwimmen, ich muss... Fuck it! Wo ist mein Floß? Da hinten. Ich muss zu meinem Floß. Ach du Scheiße. Oh Gott! Oh Gott! Ja, komm schon. Drück. Okay. Gott. Das sah aus wie der Lehrer. Das Lehrermonster. Okay, wir sind aber nah dran. Wir sind nah dran. Wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Ich weiß irgendwie nicht, ob ich immer nach rechts oder links muss, um vorwärts zu kommen. Es sieht fast so aus, als ob ich drücken muss. Okay. Kommt nochmal hier ein bisschen rum. Kann ich nicht einfach hier an Land gehen? Wir schwimmen einfach mal weiter.
Das ist ein schöner Ausflug, ein schöner Bootsausflug, soweit. Ja. Das könnte eine Wildwasserfahrt werden. Ich hoffe, das hält's aus. Okay, das wird wild. Autsch. Possible excuse for the boat. Come on. Come on. Ha! Ah, shit! Fuck! Come on! Oh, fuck! Na komm, Boss. Just. Ha! Ah, shit! Okay! Was auch immer das war. Ich weiß nicht, ob dieses Monster uns jetzt weiterhin verfolgt. They took Lynn. I'm close. Ich bin nah dran. I'm almost there, Lynn. Die Frage ist, wie kommen wir überhaupt jemals wieder hier raus? Cultists are dead. Those good Christians. Gute Christen. Because God said she had to die. Tja. Heretics, they want her to have the baby. Despite God. What will they do when there's no baby? I have to. Jesus. Lynn. Oben brennt Licht. Wir sind ganz nah dran. Hier gibt's Fackeln. Okay, ich glaube, wir haben es fast geschafft. Ich muss jetzt nur mal gucken, wie wir irgendwie an Land kommen. Da hinten haben wir schon einen kleinen Empfang. God. Wie es aussieht. Was ist da denn? Wir müssen uns auf jeden Fall ein paar Videos erstmal angucken. Sobald wir an Land sind, Freunde, sobald wir an Land sind. Oh, hier liegt wieder so einiges. Leichen. Sehr viele Leichen. Muss ich da ins Wasser? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin falsch hier. Warte. Warte. Ich muss schon irgendwie durch die Leichen irgendwie. Komm mal. Gib mal Gas hier. Ich komme hier nicht weg. Ich hänge. Es ist ein bisschen buggy gerade. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich komme wieder vor noch zurück. Ich komme wieder vor noch zurück. Ah, jetzt. Okay. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ob wir uns irgendwie hier durch die Leichen bahnen können. Oh Gott. Oh Gott. Nicht gut. Not good. Really? Not good. Wir müssen noch mal irgendwann ankommen hier. Vielleicht hätte ich schon längst aussteigen können und den ganzen Weg einfach zu Fuß machen können. Oh, da oben sind Lichter. Das heißt, wir werden schon erwartet, so mehr oder weniger. Rechts rum, links rum, ist glaube ich egal. Achso, ich kann nicht lenken mit. Mensch, die Steuerung ist wirklich ein bisschen arg gewöhnungsbedürftig. Ich schwimme nie dahin, wo ich will. Und jetzt hänge ich schon wieder am Scheißbaum fest. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt aber. Das haben die extra so gemacht. Die wollten, dass ich das Let's Play zur Länge ziehe. Speichert. Sehr gut. Kommt doch mal wieder ein bisschen Fahrt auf, hoffe ich. Oh yeah.
Wow, wow, wow. Autsch. Okay. Shit. Shit, the raft. We still be there. Zum Glück bin ich da. Wir gucken uns mal eben um. Ah, war das ein Ritt, ey. Okay. Ich höre wieder irgendwas stöhnen im Wald. Eigentlich wollte ich nur eben die Videos noch gucken. That raft can't have gone far. Okay, ich muss das Raft wieder finden. Okay, was haben wir denn noch nicht? Das hier noch nicht. I wasn't surprised they were dead. I was impressed they'd ever even lived in all that poison. Okay, weiter. Bodies so thick I could have walked across the water on their backs. It's almost funny. That's how you walk on water. Okay. Einmal nochmal nachladen. Und dann machen wir uns auf den Weg in den Wald. Aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Haut rein. Ciao.